Das liegt daran, dass ich versuche, seit einer ganzen Weile einen Russell Lighthunter hineinzuversetzen. Ich sage immer einfach mal, ein Sportler vor dem Herrn. Das erkläre ich jetzt gleich in Kapitel 2. Leise brummte das Triebwerk der Jidane 7. Russell Lighthunter blickte versonnen in die Tiefe. Bis zum Horizont erstreckte sich ein Netz aus Straßen, Gassen, Häuserblocks und glänzenden Glasfassaden und verschmolz immer dann, wenn die Augen ermüdeten, zu einem gleichmäßigen Grau. Die Geschwindigkeit des Düsenjägers machte schläfrig. Andererseits war es nach den vielen Sand eine willkommene Abwechslung, endlich Zivilisation zu erblicken, auch wenn es eine Stadt mitten in der Karfunkelwüste war. Las Wade, die Metropole des Lasters. Russell lehnte sich zurück und ging in Gedanken die letzten Wochen durch. So viel war geschehen. Seit seiner Heldenausbildung in der Akademie für Glorie und Kampfesmut war er öfters in Lebensgefahr geraten als jemals zuvor. Gut, als ausgebildeter Held mit Auszeichnung, wie er gerne hinzufügte, gehört es einfach dazu, sich in Schwierigkeiten zu begeben. Die Kleinanzeigen waren rar, aber meist verheißungsvoll. Brutale Gefahr, guter Verdienst, echte Helden gebraucht, Weichlinge unerwünscht. So hatte es bei vielen Unternehmungen geklungen. Sei es als Begleitschutz bei einem Transport durch den Dschungel, die Rettung einer jungen Dame aus den Fängen von Ganoven oder die Bekämpfung eines Ungeheuers. Bei letzterem handelte es sich meist um tollwütige Groldaris, gewaltige Steppentiere mit mannsgroßen Stoßzähnen, die statt Gras plötzlich Fleisch bevorzugten. Und dann brauchte man wirklich einen Helden, wenn mehrere Tonnen hasserfülltes Muskelfleisch durch ein Bauerndorf stampfte. Russell hatte sich so monatelang von Auftrag zu Auftrag gehangelt und sich einen Ruf erarbeitet. Dann lernte er Mansa Hothead kennen. Was für eine Frau. Russell schmunzelte. Sie hatte ihn für einen Überfall auf einen kaiserlichen Postläufer gebucht. Sofort, als er sie gesehen hatte, waren ihm alle Bedenken über kriminelle Handlungen abhanden gekommen. Im Nachhinein konnte Russell nicht mal sagen, ob es das wogende kastanienbraune Haar gewesen war oder ihre flammende Rede. Mansa kämpfte bereits seit ihrer Jugend gegen das System. Dabei war sie die 112. Tochter von Erzeboden II., dem Aiyr-Kaiser. Während ihres Studiums in der pendelnden Universität von Korohan bekam Mansa Kontakt zu einer Gruppe selbstreflektierender Gagaistinnen, die sie mit dem Denksystem von Fassratz vertraut machten. Dadurch erkannte Mansa, dass die Welt, so wie sie war, schlecht sei. Nachdem sie zunächst auf andere Weise mit mäßigem Erfolg versucht hatte, Unrecht und Unterdrückung zu beenden, gründete sie die bewaffnete Widerstandsbewegung Serhildan. So. Gemeinsam hatten Mansa und Russell den Postläufer aufgelauert und die Maschine gekapert. Eine vergleichbar einfache Aufgabe für einen Helden wie Russell. Ohne Probleme überwältigte er den Postboten. Mansa vernichtete alle Beamtenschreiben und sie verließen blitzschnell den Ort des Geschehens. Daraufhin feierten sie ihren glorreichen Sieg und Mansa überzeugte Russell, weiterzukämpfen. Sie sprach vom Serhildan, dem Sturz des Aiyr und einer freien, gerechten Gesellschaft. Russell ließ sich anstecken, besonders da er während seiner Ausbildung des Seminars Edles Heldentum erfolgreich gewesen war. Und für die gute Sache brannte er sowieso. In den folgenden Wochen wurden die Unternehmungen immer waghalsiger und bedeutender. Langsam war der Serhildan zu einem ernsten Ärgernis des Aiyrs geworden. Doch viel entscheidender für Russell war seine Verlobung. Mitten auf dem brennenden Deck eines Transportschiffes hatte er um Mansas Hand angehalten und aus der leidenschaftlichen Liebesaffäre war eine handfeste, wenn auch wilde Beziehung geworden. Und heute waren sie gemeinsam mit Custer Deegan auf dem Weg nach Las Wade. Der Serhildan brauchte Geld und Mansa hoffte hier Sponsoren zu finden. Russell blieb an ihrer Seite als Freund, Kämpfer und als Liebhaber. »Wir sind im Landeanflug auf die Koordinaten«, sieht aus wie eine Plattform auf dem Casino, voll Laberin. Russell nickte Custer zu. Er konnte sich nicht vorstellen, dass Mansas Geschäftspartner seine Freunde vom Serhildan in aller Öffentlichkeit durch den Haupteingang spazieren lassen würde. Überhaupt musste für ihn ein ziemliches Risiko bedeuten, den Widerstand zu unterstützen. Gute Lande, ich sage Mansa Bescheid. Russell erhob sich und verließ die Pilotenkanzel. Das Schiff war nicht groß
und hatte nur noch den Frachtraum und eine Schlafkabine. Zwei Betten, die sich die drei abwechselnd teilten, war alles. Nicht einmal eine vernünftige Dusche gab es in der Nasszelle. Platzersparnis für größere Tanks, hatte Custer immer wieder gesagt. Tatsächlich konnte das Schiff weiter Entfernung überbrücken. Und warum das wichtig ist, sehen wir später noch. Des Aier. Ergebt euch. Oder auch nicht. Vernichtet.